Ich würde sagen, wir reagieren jetzt mal auf habe ich unangelogen. Hi Leute, ich sag an sich ja. Ich meine, das war ja zu sehen auf dieser, dort zu hören auf dieser Sprachnachricht. Willkommen heute auf meinem. Aber warum kommt er jetzt damit? Weil, weißt du, ich verstehe das nicht. Ich meine, das Ding ist jetzt schon Monate her. Er hat an sich eigentlich reingeschissen. Mal schauen. Aber mal schauen, ich bin gespannt. Kanal mit einem neuen Video und ja, zwar geht's. Es geht ja darum, um Fakten klarzustellen. Kann das sein? Er sagt jetzt, er hat ihn gar nicht angelogen. Eigentlich war es nicht seine Intention, ne? Man weiß es ja nicht. Ich bin gespannt. Ist heute wieder um. Wie steht es denn um seinen Kanal? Ich glaube nicht gut. Also, der macht ja jetzt sogar noch was mit André. Weil die ja beide gegen Dings sind. Gegen Apecrine. Aber irgendwie hat er hier wieder Abos dazu bekommen, oder? 499.000 hat er Abos dazu bekommen? Nee, er macht Minus-Abos. Er war mal bei 500.000. Oh, scheiße. Oh, wei. Oh, schwierig. Na komm, wir gucken das mal an. Komm, wir müssen uns trotzdem angucken. So Real Talk-Sachen mag ich an sich. Und mal schauen. Solange er nicht jetzt so ganz komisch reagiert und rumschreit, ist alles mein gut. Mein Thema, das ich langsam, aber sicher satt habe. Warum machst du dein Video, wenn du es satt hast? Um die Madeira-Sache. Und gestern... Warum macht er ein Video wieder über eine Sache, die eigentlich schon vergraben ist? Kam die auf seinem Kanal jetzt wieder vor, oder wie? War ich unterwegs mit Freunden und dann habe ich einen Ausschnitt bekommen, wo wieder diesmal Unge über mich redet und mir wieder die ganze Schuld von Madeira, von diesem ganzen Beef gibt und mich da schlecht redet. Ich zeige euch auch noch mal kurz den Ausschnitt davon. Zitrone, moin. Weißt du was, Unge? Dir ging es sowas von nicht am Arsch vorbei. Also, die Sache ist die... Mir ging es bei der Madeira-Sache nicht am Arsch vorbei, es hat mich verletzt, weil es um einen Freund ging. Und zwar um Tanzverbot. Es hat mir leid getan, dass ich da eine Fehlentscheidung getroffen habe, weil Abdel mir glaubhaft erklärt hat, vor allen Leuten, Tanzverbot hat das und das gesagt. Am Ende stellte sich heraus, Abdel hat Scheiße gelabert. Und dann hat mir das übel leid, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe einen riesen Fehler gemacht. Ich habe Tanzverbot zu Unrecht beschuldigt, weil ich niemals gedacht hätte, dass Abdel so eine Scheiße macht. So. Habe ich mich bei Tanzverbot entschuldigt, wir haben persönlich darüber gesprochen, das Ganze ist aus der Welt geschafft. Und das war ein Livestream-Ausschnitt von Unge gestern. Ist ja auch richtig. Also er hat sich ja selber, er hat das ja selber sogar nochmal in einem Stream mit Stay und mit Monte gesagt, dass das gar nicht so war, wie er das erzählt hat. Dementsprechend, egal was er jetzt sagt, weil wenn er jetzt sagt, er hat Unge nicht angelogen, dann hat er gelogen. Weil er hat es ja in seinem Stream, hat er es ja anders dargestellt, als er es eigentlich in echt dargestellt hat. Also war es gelogen. Er hat sich widersprochen. Er hat die Fakten verdreht. Deswegen, also dann ging, glaube ich, in null. Egal, was jetzt passiert. Und das habe ich dann zugesendet bekommen. Und da habe ich. Außer er hat natürlich jetzt irgendwelche Beweise, wo man sagt, hier hat ihn, nicht angelogen. Ich habe mir gedacht, Unge, wieso machst du das denn eigentlich? Warum? Weil Leon Mascher vielleicht irgend so eine Sache angesprochen hat und Unge das als gutes Beispiel genommen hat. Weil es einfach gepasst hat, vielleicht da. Erwähnst du das wieder? Ich habe ja schon nichts mehr. Ich habe schon alle Freunde verloren und ich habe schon, Schoki, schon den Hate meines Lebens bekommen und die Nachrichten, die sind jetzt wieder auf einmal da und es hört wieder nicht auf, dass die Leute wieder mich beleidigen und mir drohen. Aber dann habe ich mir mal gedacht, es reicht einfach. Ich habe jetzt. Als ob jetzt die Leute, also dieser Ausschnitt, ne? Oder das, was Unge gesagt hat, das hat doch keine Sau interessiert. Es ging doch nur um Leon Mascher und so. Das war jetzt ein Ausschnitt von ein paar Sekunden. Da, als ob da jetzt 10.000 Leute rübergegangen sind und haben den noch beleidigt oder bedroht. Ey, bei mir sind auch die ganze Zeit irgendwelche jetzt Assi-TV-Army-Leute rübergekommen, haben mich als Hurensohn beleidigt. Da mache ich aber jetzt auch nicht das 10.000. Video drüber und sage, ja, hier, also ich habe das eigentlich so und so gesagt oder so und so gesagt. Da denke ich mir so, weißt du was, ich halte meine Fresse und gut ist. 4 Monate das in mich hineingefressen, dachte einfach, danke für die Follows, okay, Leute. Ich werde das einfach aussetzen und dann ist wieder alles gut. Dem ist aber nicht so, weil ich einfach wahrscheinlich zu naiv war und gedacht habe, dass ihr lässt mich jetzt auch in Ruhe. Und genau deswegen werde ich einfach Klartext und einfach klare Verhältnisse schaffen, indem ich heute einfach klipp und klar auch zeige, was in den Chatverläufen war, was wirklich geschrieben worden ist, wer wirklich zu Unge gegangen ist und wer was gesagt hat. Ach, er, was, er liegt jetzt Chatverläufe, oder wie? Er liegt Chatverläufe.
Leute, Runde 2 im Beef zwischen Unge und Abdel. Heute werden Chatverläufe geleakt. Let's go. Und dann wir dürfen es angucken. Jetzt am Ende des Videos auch merken, dass ich eigentlich gar nicht der Mensch bin, der... Das wird auf jeden Fall wieder privat gestellt von Abdel. Also jetzt wird es interessant. Jetzt bin ich gespannt. Ausschlaggebend war, dass geil, das Mann. Alles so hochgekommen ist. Ich bin gespannt. Ich war die ganze Zeit der Meinung, hey Abdel, sei nicht so wie andere, behalt das für dich, setz das aus, fertig. Ich wollte einfach nichts zeigen oder geschweige denn wie Unge eine Memo zeigen, die ich ihm im Privaten geschickt habe. Aber ich fühle mich jetzt so an die Ecke gedrängt und so... Einfach nur wegen einem Satz in diesem Livestream, der keine Bedeutung hatte. Der wirklich keine Bedeutung hatte und wo es eigentlich schon, wo eh jeder wusste, was passiert war. Deswegen macht er jetzt ein Video und leakt Nachrichten. Also jetzt wird's Bild. Jetzt wird das Bild. Gezwungen, einfach das mal publik zu machen. Und euch bin ich ja selber auch schuldig. Ihr wisst ja gar nicht wirklich, was da war. Ihr wisst ja gar nicht wirklich, wer involviert war, weil alle auf einmal schweigen und nicht reden, aber in der Öffentlichkeit immer auf Update zeigen, weil das am einfachsten ist, damit man ja kein Hate kriegt. Weil ich ja meinen Namen schon kaputt habe, denken sie sich, können wir weiter auf ihn zeigen und drauftreten, das interessiert halt sowieso keiner. Update ist der Buhmann. Nur weil ich einfach gedacht habe, hey, ganz ehrlich, das sind meine Freunde, die werden schon nicht irgendwie mich in die Scheiße reinreiten. Was aber nicht der Fall war. Und genau deswegen werde ich heute auch einfach mal zeigen, wie es wirklich war. Ich habe nie wirklich verstanden, wieso man mich so hatet. Weil es war ja... Junge, dieses Cholerische in seinen Videos, das geht einem so auf die Eier. Also es gibt einmal dieses lustige Cholerische, wie das bei einem Knossi teilweise sein kann. Das fühlen halt manche. Ich persönlich, nach einer Zeit kann ich es auch nicht mehr angucken, aber an sich ist das schon manchmal echt lustig, wie er das macht. Aber dann gibt es dieses aggressive, cholerische... wo es so auf Krampf irgendwie gelacht wird und so, und das feiere ich halt null, und das war halt bei Abdel der Fall. Ja. Eine Lappalie, die mal wieder geklärt hat, und dann ist es halt wieder gut, weil das sind halt Sachen, die passieren alltäglich. Aber im Nachhinein und nach der gewissen Zeit habe ich einfach gemerkt, hey Abdel, die haten dich gar nicht wegen diesem Streit oder so, sondern was danach passiert ist. Jetzt verstehe ich es wirklich. Die Leute dachten, ich wollte Tanzverbot schaden, indem ich zu Unge gehe und ihm das erzähle, damit er mit ihm Streit anfängt und ihn mit ihm nichts mehr zu tun hat. Dem ist aber nicht so, weil ich absolut genau das Gegenteil machen wollte. Natürlich habe ich dafür auch schwarz auf weiß Beweise und die werde ich auch alle einblenden. Also Leute, guckt das Video bis zum Ende. Ich habe... Leute, sehr viel nachgedacht los. In dieser letzten Zeit und wollte wirklich nicht diesen Schritt gehen. Nur diese Menschen lassen einen nicht in Ruhe. Ich krieg Beleidigungen, die schreiben, ich wollte Tanzverbot schaden. Dabei war ich halt nicht der Mensch, der zu Unge gegangen ist und hab denen gesagt, hey, übrigens, das war so und so, weil ich auch gar nicht mit denen in dieser Villa gelebt habe. Ich hatte ja noch nicht mal Unges Nummer. Ich habe Unge noch nicht mal gekannt, außer von seinen Streams. Bis dahin habe ich ihn ja gar nicht richtig gekannt. Ich erzähle euch einfach mal, wie es wirklich war. Und zwar nach dem Streit mit Tanzverbot habe ich... Da bin ich aber gespannt, warum Unge dann schon so eine Sprachnachricht von Abdel bekommen hat, bevor sich Tanzverbot gegenüber Unge geäußert hat. Aber warum hat Abdel dann eine Sprachnachricht zu dem gemacht? Da bin ich jetzt gespannt. Ich meine, die Nachrichten werden ja jetzt hier geleakt. Direkt meinen Bruder geschrieben und ihm angerufen und mit dem geredet, dass ich einfach jetzt meinen Bruder brauchte, um zu... Ima, du musst einen Sub raushauen. Erst dann kannst du eine Kundenkarte reinhauen. Reden. Danach habe ich dann meinen jetzt. Freunden, also Cengiz und so, auch Bescheid gegeben und gesagt, hey, übrigens, das ist da und da und das passiert. Dann bin ich mit meiner Freundin an dem gleichen Abend noch ins Hotelzimmer gegangen, weil ich war nicht mit ihnen zusammen in dieser Villa-WG, sondern ich hatte separat 5 oder 10 Kilometer entfernt von denen ein eigenes Hotelzimmer mit meiner Freundin. Das Thema war auch in dem Moment dann, also zwei mich, Tage nachdem ich mich gehen. Ein bisschen beruhigt habe, auch irgendwie gegessen, weil ich wollte das zwar noch klären mit ihm, aber nicht in einer öffentlichen Debatte, sondern einfach nur mit ihm Wort zu Wort wechseln und reden. Am nächsten Morgen war mein Kopf wieder frei, ich war entspannt, hab gar nicht mehr daran gedacht und hab mir einfach gedacht, hey, Urlaub, wir gehen jetzt Spaß haben und genießen es einfach, ich und meine Freundin, und
Meine Freundin nicht. Sind einfach rausgegangen, sorry, sind einfach rausgegangen und haben den Tag genossen. Ich wusste gar nicht, dass im Hintergrund gerade schon geredet wird und jeder das dem anderen erzählt und hast nicht gesehen, bis ich irgendwann mal um 21 Uhr noch was, das seht ihr hier, in die Gruppe von Madeira eingeladen worden bin. Hat er jetzt irgendein... Naja, ich wollte gerade sagen, stell euch mal vor, jetzt steht hier irgendeine Nummer drin, so eine direkte Nummer. Sabine Unge wurde hinzugefügt, einfach, er nennt sie Sabine Unge einfach. Wo es aber schon alle wussten. Da es jeder wusste, habe ich mir schon gedacht, okay, wow, warum wissen das so viele? Ich habe es meinem Bruder erzählt, Cengiz und Revi, weil die an dem, und an die Leute, die an dem Abend da waren. Also die an dem Abend da waren, die wussten die Geschichte, ansonsten wusste es keiner. Alle zig Leute, die werde ich natürlich blenden, ne? Und alle Leute, die alle schon tausend Details wussten und haben mich dann gefragt, wie es war. Der Punkt von allem ist, ich bin nicht zu Unge gegangen. Ich habe es ihm nicht gesagt, weil für mich das irgendwann mal, okay, gegessen war. Ich bin nicht dahin gelaufen und habe ihm gesagt, hör mal zu, der hat mich beleidigt oder so. Weil das für mich eigentlich eine kleine Lappalie war. Sondern Cengiz ist dahin gelaufen, hat das dem erzählt und auf einmal rattert das da, wird in diese Gruppe eingeladen und da steht ja da noch drauf, ja, so bekommst du auch was mit. Das ist sozusagen, die reden schon darüber und klären da schon Sachen über Tanzverbot und involvieren mich erst, nachdem die Hälfte schon geklärt haben. Da habe ich auch einfach gemerkt, Tanzverbot kann ich gar nicht übel sein in den Sachen, weil diese Menschen ja wirklich das... Ja, aber dann muss es ja so sein, dass ein Abdel dann Cengiz halt angelogen hat und Cengiz eine falsche Story erzählt hat. Und dann später auch noch eine Unge das falsch erzählt hat, weil er hat man ja die Sprachnachricht gesehen oder gehört. Ist der dumm oder so? Also ist der anders los. Böse von ihm wollten. Für mich war das gegessen, aber diese Leute wollten ja wirklich jemanden schaden. Und in der Gruppe war es so, dass die Leute dann auch irgendwann mal... Nein, die Leute, die haben das mitbekommen, haben gesehen, da ist eine Konfrontation zwischen Tanzverbot und Abdel gewesen. Also klären die beiden das einfach, damit es keine Spannung mehr gibt, weil das auch im Freundeskreis immer Kacke ist. Deswegen haben die sich da so gedacht, weißt du was, die machen was dafür, damit die beiden das klären. So, und dann ist das Ganze so entstanden. Also ich gehe jetzt mal so davon aus. Ich denke nicht, dass es jetzt so böse extra gemeint ist, um jemanden anzustacheln, damit hier irgendwie Hate entsteht. Glaube ich nicht. Anfingen, was dazu zu dichten, abgesehen... Das wurde behauptet, während ich geschlafen habe und dann war Unge getriggert. Der pennt wahrscheinlich schon, aber Revi und Co. waren vor Ort. Ich glaube, die können auch was zu sagen und das bestätigen, was Abdel geschrieben hat. Das sind halt so Sachen wie Content, dreckige Art und Schwein gefallen. Also ich bin gerade einfach nur schockiert. War jeder, Digga, K-Schwein, was soll das denn? Einfach nur fucking rassistisch und komplett abwertend. Ja. Richtig. Und genau das ist das Problem. Es geht halt einfach, eigentlich geht es nur um ein Wort. Und das ist dieses Wort hier. Das ist dieses Wort, weil dieses K-Art und sowas oder K-Content, finde ich, ist kein schlimm. Es ist jetzt nicht schlimm. Finde ich, ist nicht schlimm. Aber das hier ist halt wirklich eine rassistische Äußerung. Von dem, was ich geschrieben habe, einfach Sachen zu reinzuschreiben, was er angeblich gesagt hat. Und das fing dann irgendwann mal an, dass ich dann auch daran geglaubt habe, dass ich es so gesagt habe, weil... Ich war sowieso geblendet von diesen ganzen Menschen und war sowieso schon naiv. Dann ging das da erst recht noch. Ach ja, das hätte er bestimmt sagen können. Ich wollte niemanden schaden und das steht bis heute. Ich muss mich nur selber wehren irgendwann mal, um das hier aus der Welt zu schaffen, um endlich wieder in Ruhe meine YouTube-Videos zu machen. Nee, Inga, mach ich nicht, Bruder. Davon handeln, wie viel Sachen ich esse oder Challenges mache, damit ich Leute zum Lachen bringe. Ich bin noch nie in irgendeinem Beef gewesen, sei es jetzt der Ape-Crime-Streit oder ob wenn die anderen da in ihrem Video dann waren und geweint haben, habe ich auch gesagt, nein, ich mach da nicht mit. Weil ich einfach nichts damit zu tun haben wollte, indem ich andere angreife. Ich wollte einfach immer nur meinen normalen Content machen. Und das ist bis heute so. Es gibt nirgendwo einen Diss-Song von mir gegenüber anderen oder ein Video, wo ich andere Leute fertig mache, indem die das machen, was die machen. Unge, ich bin nicht zu dir gegangen und hab dir gesagt, Tanzverbot muss weg. Hey,
Tanzverbot muss dafür bestraft werden, was er mir gesagt hat. Ja, aber wenn du dir eine Nachricht schickst, wo du das bestätigst, was du eigentlich nicht gesagt hast, um jemanden als Rassist darzustellen, dann hast du ihn indirekt versucht, hast du indirekt versucht, ihn sozusagen zu verkraulen oder dort rauszuhauen. Ist halt so. Also ich weiß nicht, ob der das nicht checkt, aber es geht ja darum. Es geht ja nicht darum, ob er das oder das behauptet hat. Es geht ja darum, dass er einfach gelogen hat und irgendwo zugestimmt hat, was eigentlich völlig falsch war. Um halt Tanzverbot dort als schlecht darzustellen. Ich habe gegen keinen gehetzt, sondern das war schon im Gang, als ich einen Tag lang spazieren war mit meiner Freundin. Das war schon im Lauf, schon geplant alles, bevor ich das überhaupt genau wissen konnte. Also ein anderes Thema, was mir auch sehr viel bedeutet, ist das Nazi-Wort. Ich habe nicht in einer Silbe in dem ganzen Chatverlauf geschrieben, dass Tanzverbund ein Nazi ist. Ich habe es nie von mir im Kopf behauptet, Kino Kuba, moin, dass er rechtsradikal ist. Aber mir wird sowas unterstellt, obwohl das andere gesagt haben und andere da eigentlich gerade stehen sollten. Oh, na, weil einfach die Leute das damit verbinden. Wenn jemand eine rassistische Äußerung tätigt, dann verbinden das manche ziemlich komische Menschen das halt nun mal damit. Oh, ey, das ist halt... Aber das kannst du denen nicht beibringen, weil das ist halt wahrscheinlich einfach zu... Das ist einfach nur zu dumm. Ach nee, Leute, ich wollte das doch gar nicht. Ich wusste nicht, dass das Video jetzt so lost sein wird. Die am Ende aber geschwiegen haben alle. Weil es ist ja einfacher, dass Abdel dafür gerade steht, was er nicht gesagt hat. Was ich natürlich 4 Monate lang gemacht habe. Aber wenn man nicht hört irgendwann mal, muss ich halt dann auch einfach die Wahrheit sagen und einfach die Wahrheit rauslassen. Und dann komme ich zu dem Monte-Stream. Ich habe mich natürlich in dem Stream dumm dargestellt, also auch dumm genommen, natürlich. Was für eine Abstimmung, aber Alex? Da ist eine kleine Information, die nicht jeder weiß. Erstens habe ich kein Bluetooth-Headset, was 5 Euro kostet, weil das nicht mein Handy war. Und zweitens komme ich da rein und werde sofort ab der... Warte, Revi und Monte Stream zusammen, Statement Stream, Revi erklärt, guckt auf Stays Twitch, komplette Shitshow. Wo ist Abdel hier? Die wollen ihn in Discord haben, bei Monte im Stream live. Abdel braucht einen Link. Alles sind drin. Abdel, du musst da rein, du musst da rein, du musst da rein. Du musst dich ja wehren, du machst das, ja, du machst das. Und haben mir alle gut geredet. Ah, du glaub mir, da kann nichts passieren. Und ich komme da rein, bin erstens null erfahren in diesem Livestream. Bin sowieso noch auf 180. Und bin so verwirrt, dass ich... Absolut gar nichts. Am liebsten wäre ich einfach irgendeinem Wald reingegangen, hätte geschrien und wäre einfach da geblieben. Weil, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn so viele Informationen auf einem reinprasseln, da kannst du keinen klaren Gedanken mehr haben, weil an dem Moment fing das richtig an. Da fing das dann an, wo ich so sage, okay, wow, Freunde, die dich ans offene Messer liefern. Freunde, die dir einfach sagen, hey, weißt du was, wir halten uns mal wieder da raus, ne? Wird uns zu heiß. Und bevor ich dieses Video beende, möchte ich euch nochmal zeigen, damit ihr auch 100% die Wahrheit kennt und auch wisst, dass ich nicht mit dem Kontakt hatte. Hier ist ein Chatverlauf mit mir und Unge. Okay. Hey Unge, hoffentlich ich hoffe, alles ist gut. Wäre das vielleicht möglich, dass ich mal mit Tanzverbot, dass ich mich mal mit Tanzverbot hinsetzen kann, einfach mal reden und mit ihm in Ruhe klären kann. Mich belastet das sehr und würde einfach mal seine Sicht verstehen und ihm auch einfach für die Beschimpfungen Entschuldigung sagen. Ein Kaffee sowie oder Eis essen eventuell. Ich frage ihn, ja, mega, würde mich echt freuen. Nee, er ist immer noch sehr aufgeladen und möchte nicht aktuell. Okay, kein Ding, ich stehe auf jeden Fall bereit, wenn er mag. Muss ich sagen, ist eine Nachricht, ist in Ordnung so. Ne? Also, wollte sich dafür entschuldigen. Ist okay. Ja, aber das Problem ist halt einfach, dass Tanzverbot das auch nicht so einfach auf sich sitzen lässt. Das erste Mal mit ihm geschrieben habe, und zwar habe ich ihm geschrieben, damit ich mit Tanzverbot einen Kaffee oder ein Eis essen gehe. Nicht mehr, nicht weniger. Ich habe nicht gehetzt. Ich habe nicht irgendwas gemacht. Und Unge, du weißt das ganz genau. Und wenn du doch was anderes hättest, dann beweis das. Weil genau das ist das, was real ist. Das ist die Wahrheit, die man nicht löschen kann. Deswegen, Leute, ich hoffe, diese Sachen, die ich euch... Wow. Also das ist jetzt das Video gewesen,
12 Minuten und 59 Sekunden über eine Nachricht sozusagen zu reden. Können euch endlich mal besänftigen und können euch einfach mal zeigen, wie es wirklich war und dass die anderen eigentlich diejenigen sind, die viel lügen. Ich bin motiviert und hab Lust und bin sowieso immer lustig drauf und hab Bock wieder durchzustarten. Deswegen, Leute, morgen kommt direkt ein neues Video. War halt absolut unnötig, das Video. Keine Ahnung, ich fand es wirklich unnötig.